Drogen gelten als Rauschmittel. Das sind psychoaktive Substanzen, die das menschliche Bewusstsein verändern. Sie wirken auf unser zentrales Nervensystem. Das verursacht die Bewusstseinsveränderung. Die Wirkung kann anregend oder entspannend sein. Drogen können aber auch Halluzinationen verursachen. Sie verändern also unsere Wahrnehmung. Und sie beeinflussen unser Denken, unsere Stimmung und unser Verhalten. In diesem Filmpaket betrachten wir verschiedene illegale Drogen etwas genauer. Diese nicht legalen Substanzen sind gemäß dem Betäubungsmittelgesetz, kurz BTMG, verboten. Die Substanz stammt aus dem getrockneten Milchsaft der unreifen Kapseln des Schlafmonds. In diesem Saft sind 25% Opiate enthalten. Opiate sind Alkaloide, die kennen wir bereits. Im Saft des Schlafmonds sind vor allem die Alkaloide Codein und Morphin enthalten. Die Wirkung reicht schließlich 6 bis 8 oder sogar bis zu 16 Stunden. Im Körper kommt es währenddessen zu einer erhöhten Ausschüttung der Neurotransmitter Noradrenalin und Dopamin. Gleichzeitig wird die Wiederaufnahme dieser Stoffe in den Präsynapsen gehemmt. Die Wirkung ist vergleichbar mit der des Kokains, ebenfalls eine Stimulanz. Im Gehirn regt Amphetamin vor allem das Belohnungszentrum an. Die drei Buchstaben LSD stehen für Lysergic Säure Diethylamid. Umgangssprachlich heißt die Substanz auch Acid, also Säure. LSD ist eine Abwandlung der Lysergicsäure. Das bedeutet, LSD ähnelt dieser Säure strukturell. Lysergicsäure kommt in der Natur im Mutterkorn vor. Das ist ein giftiger Pilz, der Getreideähren befällt.